Guten Morgen, Deutschland. Oh, Leute, 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 Leute. Was ist das denn da jetzt schon wieder? Das ist ja unglaublich, ja, was ich da gestern gesehen habe. Amnesty International. Unfassbar. How dare you? Wie können Sie es wagen? Wie können Sie es wagen, zu bestätigen, dass die alternativen Kanäle seit Monaten und vor allem diese Bösen da hinten in Moskau möglicherweise die Wahrheit gesagt haben, ja, dass die Ukrainskis ihre Artillerie und Panzer in Wohnsiedlungen reinstellen, dass sie Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser benutzen, um in Stellung zu gehen und dass damit natürlich der Beschuss auf diese Gebiete gezogen wird? Nein, das wird die Ukraine doch nicht mehr. Hat sich der Selinski heute Morgen direkt gemeldet, ne? Hat er direkt gesagt, also Freunde von Amnesty International, ne? Also ihr müsst euch schon entscheiden, auf welcher Seite der Guten ihr seid, ne? Also so geht das nicht, ne? Also hier gemeinsame Sache mit Russenpropaganda und Terroristen, das geht ja mal gar nicht, ne? Ich finde den Knilch super, ne? Der ist ungefähr so gut wie das Karlchen, ne? Karlchen hat uns vorgestern mit dem Buschi beschert, möglicherweise ein neues Infektionsschutzgesetz mit all den tollen Nettigkeiten. Übrigens 60 Millionen Geimpfte sind demnächst wieder Ungeimpfte, weil ihr müsst euch alle 3 Monate den nächsten Schuss holen. Läuft bei euch da draußen, liebe Leute. Und Karlchen hat uns also das ganze Ding beschert, weil der Killerschlumpf warnt ja vor dem Killervirus. Ne? Wissen wir ja mittlerweile. Ist ja hinlänglich bekannt mittlerweile. Und was ist jetzt? Karl, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Hast du die Maske nicht richtig aufgesetzt oder was? Ich meine, du schläfst doch mit dem Ding, ja? Hast du die wieder nicht richtig aufgehabt oder was ist los? Das ist unfassbar, ja? Und dann auch noch 4-mal geimpft, Karlchen, ja? Also auf diesem Wege, gute Besserung und ich wünsche dir natürlich einen milden Verlauf, ne? Ist ja klar, ne? Und weil die 4 Impfungen, die schützen ja, und denk bitte dran, ne? In 3 Monaten läuft dein Impfschutz ab, da musst du die 5. Impfung nehmen, ne? So sieht ja dein Plan aus, nicht wahr? Ja, genau. Was hatten wir noch heute Morgen? Ah, es gab eine geheime Schalte. Ja, es gab eine geheime Schalte, ja. Bei der Bundesregierung, ja. Sollte das Gas eng werden, ja, dann könnte es dazu kommen, dass Millionen Haushalte ihre Gasheizung nicht mehr funktioniert. Könnte ein bisschen fröstelig werden im Winter. Aber hey, läuft mit der besten Energiepolitik und Energiewende aller Zeiten. Und da draußen ist natürlich jetzt die Stimmung hochgekocht und die FDP ist alles schuld. Liebe Leute, ja, es ist nicht die FDP alleine alles schuld, ja, sondern dieses ist eine Bankrotterklärung der kompletten Bundesregierung und der angeschlossenen Funkhäuser, sprich auch dieser einen Oppositionspartei, genannt CDU-CSU. Ja, liebe Bundesbürger, bitte erinnert euch, wer ist in den letzten 2,5 Jahren verantwortlich gewesen, bevor diese tolle neue Ampel gekommen ist? Genau, die CDU-CSU. Die hat die Lockdowns durchgezogen. 2G, 3G. Einrichtungsbezogene Impfpflicht ist alles auf den ihr Mist gewachsen. Also wenn ihr hier schon jemanden verantwortlich machen wollt und unter die 5%-Hürde drücken sollt, was ja richtig ist, ne, dann bitte nicht nur die FDP, sondern bitte auch die CDU-CSU, bitte auch die Grünen und die SPD. Logischerweise. Also diese 4 sind maßgeblich verantwortlich und auf Landesebene sind sie alle 5 verantwortlich. Natürlich auch die Linken, denn der Herr Ramelow steht ja auch so auf 2G, 3G und Einschluss und Lockdown und hast du nicht gesehen. Ja? Also bitte, liebe Bundesbürger, wenn ihr demnächst mal wieder euer komisches Kreuzchen macht, ja, dran denken, die 4 sind alle Kernschrott, beziehungsweise die 5 da oben. Ja? Die sind alle verantwortlich für die Politik der letzten 30, 40, 50, 60, 70, 80 Jahre. Schönen Tag noch.